Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar habe ich bei Patty Versand bestellt. Jeder, der auch so verrückt auf Backen ist, beziehungsweise auf Zubehör, der kennt Patty Versand bestimmt. Jeder, der Patty Versand noch nicht kennt und auch gerne backt oder Pralinen macht oder so oder eben Zubehör braucht, geht mal auf die Seite www.patyversand.de. Viel Auswahl haben die und die Preise, die sind auch ganz okay. Und ich habe mir bestellt 2 Tortenringe. Die Höhe sind hier 8 cm und der Durchmesser ist 14,5 bis 30 cm. Ich meine um die 7 Euro, 6,90 Euro. Ich habe jetzt natürlich die Rechnung nicht hier. Habe ich mir 2 bestellt und ja, die darf ich leider zurückschicken, weil ich suche Tortenringe ohne Griff draußen. Und sieht man weder hier drauf, noch auf dem Foto auf der Seite, auf dem Shop, noch steht dann irgendwo beschrieben, dass der Griffe hat. Zumindest habe ich es nirgendwo gesehen. Und ja, den kann ich also nicht gebrauchen. Den muss ich leider Gottes, oder die beiden muss ich leider Gottes wieder zurückschicken. Dann habe ich mir noch bestellt 2 Spritzbeutel. Jetzt habe ich hier einmal PE-Spritzbeutel, mittelgroß, 20 Stück. Das sind so welche hier. Das ist so eine Art, ja, so eine Art halt, ne? Die feste Plastiktüte. Nee. Die Finger lassen wir nicht so. Ja, so. Hier ist sie so geriffelt. Ich kann das schlecht beschreiben. So. Die habe ich auch und ich finde die gut. Nur die sind fester als meine. 20 Stück, 2,90 Euro meine ich. Genau. Dann habe ich mir noch welche bestellt, die sind aus PVC, das ist also so, jetzt hätte ich fast gesagt Planer, aber so in der Art. Spritzbeutel, die sind groß, ich meine die waren sogar 50 cm, machen wir einfach mal auf, 10 Stück sind das auch 2,90 Euro. Machen wir mal auf, ne, gucken wir mal. Komm raus, mein Schätzchen. Ich habe dich ganz, boah. Kannst du ja nutzen. Ach, da hinten sind die zusammen. Ah! Die hängen alle aneinander. Die muss ich mir eben auseinander machen. Wow. Also da kann ich dann, ja, da kann ich ordentlich Inhalt reinmachen. Und das ist so festere, ja, festeres Plastik, so. Was war das denn? Ja, die habe ich noch nicht. Die wollte ich einfach mal austesten. Für 2,90 Euro kann man da nicht viel falsch machen. Dann habe ich mir Ausrollschienen in 3 mm Stärke, das sind 2 Stück, geholt. Die haben auch um die 3 Euro und gekostet. Gibt es, glaube ich, auch noch in 5 und 8 mm. Naja, auf jeden Fall 3 unterschiedliche Dicken sind das. Ja. Wenn ich dann Fondant ausrolle oder so, dass das alles gleichmäßig dünn oder dick ist. Ja, dann, was ich mir noch geholt habe, einmal ein Set. Und zwar, und da muss ich echt sagen, davon bin ich begeistert, Lebensmittelpulverfarben. Das war ein Set. Drin enthalten sind Gelb, Blau, Grün und Rot. Das Set hat 20 Euro gekostet. Da sind jeweils, stimmt das, 20 Gramm drin. Ja, genau. Und diese Farben, die kann man trocken benutzen. Also zu quasi zum, wenn man bei einer Figur die Wangen ein bisschen rot macht. Man kann damit Teig einfärben, indem man die mit Flüssigkeit eben auflöst und dann in den Fondant oder so rein. Oder man kann damit malen. Also ich finde die wirklich mega geil. Die Pigmentierung ist super. Dieses benutze ich auch gerne mal in den Red Velvet, ja, Cupcakes, Kuchen, wie auch immer. Davon gebe ich auch mal ein bisschen rein. Dann werden die richtig schön rot. Also
die finde ich genial. Also kann ich immer wieder nur sagen. Und dann habe ich mir noch extra in Schwarz geholt. Ja, hier sieht es rötlich aus, aber wenn man mit Wasser anmischt, dann ist das schwarz. Und damit male ich am allerliebsten. Also ich komme mit den Stiften nicht klar, wenn ich dann mal male oder schreibe oder wie auch immer mit diesen. Also die, falls ihr die noch nicht kennt, diese Pulverfarben, kann ich euch echt nur ans Herz legen. Die finde ich echt wirklich mega geil. Ja, weil die einfach von der Pigmentierung super sind. Man braucht nur ganz wenig. Also man gibt ein bisschen Wodka in Schälchen, ein paar Schippen, wollte ich schon sagen. Eine Messerspitze Farbe rein, eben so viel wie man möchte, wie intensiv man da braucht. Und ja, dann kann man damit schon malen. Und ich bin damit wirklich sehr, sehr gut gefahren. Und ja, ich bin begeistert. Als kleines Dankeschön habe ich noch einen Zettelblock gekriegt, wo drauf steht, herzlichen Dank für Ihre Bestellung. Und das sieht dann so, ganz in Ruhe, sieht dann so aus. Ja, das war meine Bestellung. Klein, aber fein. Wie gesagt, die Farben sind mega. Die Schienen kenne ich noch nicht. Mal gucken, wie die sind, ob ich damit gut klarkomme. Und ja, ich habe bei Patty Versand schon ganz oft bestellt. Da kann ich wirklich sagen, Lieferung, die geht wirklich zügig. Also bei mir hat noch nie irgendwie was gefehlt. Auch der Kontakt zu denen sehr, sehr freundlich. Also wie gesagt, ich habe schon drei oder vier Mal habe ich da schon bestellt und ich bin jedes Mal zu 100% zufrieden gewesen. Ich werde da weiterhin auch immer stöbern und wenn da was ist, natürlich einkaufen. Ja, Spritzbeutel teste ich auch. Die großen habe ich auch noch nicht gehabt, aber ich teste ja gerne. Ja, wie gesagt, falls ihr den Shop noch nicht kennt, unbedingt mal gucken und ich werde nicht bezahlt. Ich bin einfach wirklich begeistert davon. Und wenn ich von ihr mal begeistert bin, möchte ich euch das natürlich auch sagen und mitteilen und eben ja, euch vielleicht auch eine Anregung geben, dass ihr mal schaut. Ja, falls ihr den schon kennt, könnt ihr mir ja mal schreiben, wie ihr den so findet. Und ja, das war's dann auch schon. Ich wünsche euch einen schönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!